ich schreie, bleib stehen und du bleibst nicht stehen. Und dann muss ich die Scheiße aus dir, Wengelfleisch, prügeln. Also warum bleibst du nicht gleich stehen? Wirklich, Mann! Du bist beeilt, was? Früher warst du schneller. Wo warst du, Mann? Du erinnerst dich doch bestimmt noch an die Blorgon-Zwillinge von letzter Nacht. Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß, Mann. Komm jetzt. Wow, immer schön geschmeidig bleiben. Wohin an so einem schönen Tag? Ihr Vollidioten. Ich muss hier weg. Das ganze Universum ist in Gefahr. Wow! Bloß nicht umdrehen, Mann. Was haben wir denn hier? Sie können jeden Moment hier sein. Dann ist alles zu spät. Das ist immer echt scary, Mann. Sie sind da. Wir haben keine Zeit mehr. Eure Erde hat keine Zeit mehr. Ich muss es beschützen. Die zwei Verlierer der letzten Nacht. Hab mich schon gefragt, wann ihr kommt. Ihr habt sie ihnen tatsächlich überlassen. Woher weißt du das schon wieder? Woher weißt du das schon wieder? Frieda, was kannst du uns sagen? Dass ihr Idioten seid. Der Typ aus dem Parkhaus war einer der Guten. Er war der Wächter des blauen Eis. Über mehrere Planeten konnte er vor den Aliens fliehen. Und als ihr zwei Vögel auftaucht, wird er natürlich geschnappt. Ach, was erzähle ich hier? Schaut euch einfach meine Präsentation von der letzten Convention an. Gut, dass moderne Displays heute dank der Chemie mit OLED-Technik laufen. Dadurch sind nämlich die Farben besonders kräftig und das Schwarz extrem satt. Ja, Mann, das liegt daran, dass OLEDs unter Spannung von selbst leuchten. Da braucht man auch keine Hintergrundbeleuchtung mehr. Jedes Pixel leuchtet in seiner eigenen Farbe. Deshalb sind die Kontraste hier im Licht auch viel stärker. Im ganzen Universum gibt es 6 Eier. Aber es sind mehr als nur einfach Eier. Sie tragen die Energie des Urknalls selber seit der Entstehung aller Galaxien in sich. Sie dürfen niemals zusammengeführt werden, da die dabei freigelassene Energie so groß wäre, dass sie alles Leben zerstören könnte. Deshalb gibt es 6 Wächter, die die Eier auf 6 unterschiedlichen Planeten beschützen und dafür sorgen, dass sie nicht in die falschen Hände gelangen. Aber genau das ist gerade passiert. Eine aggressive Alienrasse, die das ganze Universum unterwerfen will, reißt gerade ein Ei nach dem anderen an sich. Und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Verdammt! Wie viele Eier haben die jetzt? Dank eurem grandiosen Auftritt haben sie nun 5 von 6 Eiern. Also ist das Ei von der Erde noch hier? Ja, ein Junge hat es. Junge? Was für ein Junge? Jungs? Ich glaube, sie hat alles gehört. Eine Sonnenbrille hat wohl jeder zu Hause. Hochwertige Modelle haben Gläser mit Polarisationsfiltern. Eine unsichtbare Schutzfolie der Chemie filtert dann Lichtanteile heraus, die von Wasser und Schneeflächen reflektiert werden. Farben und Kontraste sehen dadurch viel besser aus und man sieht auch selber dadurch besser aus. Und ja, für unsere Zwecke ist natürlich auch nicht schlecht. Sehr verehrte nette Dame, bitte richten Sie einmal Ihre vollste Aufmerksamkeit meinem Partner Agent Samuels zu. Ich werde Ihnen nur kurz einen biomechanischen Neuralisator... Warum erkläre ich das jedes Mal? Die wissen das doch sowieso danach nicht mehr. Einmal bitte hierher schauen. Sie waren gerade auf dem Weg zum Kiosk, als Sie dachten, einen entsprechenden Mobs und 2 Männer in Schwarz gesehen zu haben. In Wahrheit haben Sie einfach nur Ihre Medikamente vergessen, also vielleicht sollten Sie die Dosis verdoppeln. Und wenn Sie schon dabei sind, was für sich zu tun, dann wie wär's mit ein paar neuen Klamotten? Vielleicht eine Pediküre? Ich habe gehört, auf der 43. gibt's einen neuen Laden, der heißt der Nagelsalon für nette Frauen. Nagelsalon für nette Frauen. Ich weiß auch nicht. Langweilig. Eure Storys werden seit Roseville auch nicht besser. Wie wär's, wenn ihr euch den Jungen mit dem Erdenei schnappt? Und wo finden wir den? Kommst du dran? Ach, ich bräuchte noch eine Stufe, damit ich easy drankomme. Was? Der hat das Ei?
Yep. Das ist der mächtige Wächter des Eis. Komm, wir holen sie uns. Ja, ich will nur ganz kurz sehen, was passiert. Also, wenn das der Wächter des Eis ist, dort beschützt Amerika. Oh, die fahren los. Anschneiden. And all of the women who be living that by the book and who never do things different. That's the case to get up and dance. We got a band, I'm giving no bitch. Zum Glück gehen wir mit der Zeit und fahren mit einem Elektroauto. Das geht aber nur, weil Lithium-Ionen-Akkus heute so leistungsstark und sicher sind, dass sie ein Auto überhaupt antreiben können. Die entwickelt übrigens auch die Chemie. Genau wie den leichten Werkstoffcarbon, der das Gewicht des Autos verringert, dadurch kommt man mit einem E-Motor auch schon mal in unter 8 Sekunden von 0 auf 100. Not bad. Not bad at all. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wenn ihr bitte einmal alle hierher schauen würdet. Ihr seid draußen im Wald und dachtet euch, warum nicht mal was Verrücktes tun, wie zum Beispiel picknicken. Weil hey, picknicken ist eigentlich voll lame, aber genau das macht es eigentlich wieder total fett. So wie wenn die lamen Klamotten eurer Mutter wieder fett werden. Probiert doch einfach mal was Neues. Eine Modenschau oder so. Frieda hat recht, deine Geschichten werden wirklich immer schlimmer. Du bist auch wirklich keine Hilfe, Mann. Picknicken? Das war dein Vorschlag. Kam er dir auch irgendwie bekannt vor? Ist das nicht dieser Typ von Joseph's Wildness? Django Jungle? Auf jeden Fall irgendwas mit DIY Beauty Lifestyle oder so. Okay, Men in Black rettet wieder mal die Erde. Nice. Jay, über uns. Und? Da hängt gerade was ziemlich Fettes, Unsympathisches über uns. Zeit für ein bisschen Action? Zeit für ein bisschen Action. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby? Ja? Wir retten gerade hier die Erde und dir fällt nichts Besseres ein als Hasta la vista, baby? Hey, dann mach doch einen besseren Vorschlag, Mr. King of Cool Lines. Alles ist besser als Hasta la vista, baby. Wie wär's mit Yippie-Yay-Yay, Schweinebacke? Lame. Ihr werdet zerstört. Wow. Willkommen auf der Erde, Assholes. Okay, Fresh Prince geht eigentlich immer, ja, okay. Jay? Ah, shit. Scheiß drauf! Das war sowas von deiner Schuld, Mann. Und genau deshalb rufst du jetzt Zeta. Ich würde einfach nur Hasta la vista, baby sagen und damit hetze ich die Sache. Damit hetze ich die Sache? Ja. Ich lass dich doch kein fucking UFO vom Himmel mit einem einfachen Hasta la vista, baby holen. Wegen dir haben wir das Ei verloren. Shit. Dann fahren wir doch jetzt mal zurück in die Zentrale und alarmieren alle, dass wir... Ach so, wir haben kein Auto mehr und sitzen deinetwegen in diesem gottverdammten Wald fest. Also rufst du jetzt schön gefälligst Zed an. Du rufst 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 ihn an. Ich ruf ihn an. Du rufst ihn an. Nein, genau, du rufst ihn an. Ich wollte dich nur austricksen, du rufst ihn an. Ich rufe ihn an. Du hast doch schon gerade gesagt, dass du ihn anrufst, also rufst ihn an. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, Leute, wie verrückt war das gerade? Deshalb auf jeden Fall einen riesigen Dank an die chemische Industrie, mit der dieses Video in Kooperation für die Reihe Deine Chemie entstanden ist. Aber anscheinend waren wir nicht die Einzigen, die so eine krasse Story mit den Aliens erlebt haben. Schaut auf jeden Fall mal bei Jody Calusi, Joey's Jungle, Izzy und bei Bonnie Trash vorbei, was da so alles abgeht. Vielleicht werdet ihr dann schlauer. Und ansonsten sagen wir jetzt How to Reason, Peason.